Und das ist dann im Prinzip auch der Übergang zu dem Kaufmanns-Konder-Bericht aus der Braunschweiger Zeitung vom 24.12.2021. Wir haben hier nochmal den gesamten Artikel, um es auf einen Blick zu sehen. Kaufmanns-Konder ist eine Rubrik, die sich mit Krauses Gedanken in den Samstagsausgaben der Braunschweiger Zeitung in unregelmäßigen Abständen abwechseln. Bei Krauses Gedanken kommt man schon relativ schnell auf die Absicht, dass gerne etwas kraus oder krass oder Kraut- und Rübenmäßig dargestellt werden sollte. Kaufmanns Konda sehe ich dann eher in der Nähe von Satire. Ob das Absicht ist, weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich auch nicht, aber es ist schon irgendwie auch Kraut und Rüben oder kraus und krass. Vermutlich ist er überzeugt von dem, was er sagt und schreibt. Im Folgenden nun der Wortlaut des Artikels: Ende eines Weltmeisters. Deutschland zieht seinen Atomausstieg gnadenlos durch. Derweil werden weltweit 57 Reaktoren gebaut, 15 davon in Europa. Dass derzeit viele Lichterketten, Häuser und Vorgärten in unserer Region feierlich erleuchten, verdanken wir nicht zuletzt einem Weltmeister aus Niedersachsen. Doch dass man in Deutschland trotz herausragender Leistung aussortiert werden kann, hat schon das Beispiel Thomas Müller gezeigt, der als bester Mittelfeldspieler der Bundesliga nach der WM 2018 nicht mehr in die Fußballnationalmannschaft berufen wurde. In diesem Fall läuft der aussortierte Weltmeister aber nicht über den Rasen, sondern eingefasst in Stahl und Beton am Ufer des Wesers zwischen Hameln und der Holzminden. Seit 1985 ist das Kernkraftwerk Grohnde am Netz. Weltweit hat kein Kraftwerksblock mehr Strom erzeugt. Knapp 410 Milliarden Kilowattstunden. Dafür brauchen alle 30.000 Windräder in Deutschland zusammen mehr als 3 Jahre. Damit ist jetzt Schluss. Deutschland zieht seinen Atomausstieg und ich muss dazu sagen, schon, ach so, nee, er sagt das, der Kaufmann, schon das Wort Atomausstieg ist Unsinn. Ich bin jetzt gerade gestolpert, weil das ja auch irgendwo unlogisch ist, was er hier von sich gibt. Deutschland zieht seinen Atomausstieg, schon das Wort ist Unsinn, gnadenlos durch. Derweil werden weltweit zurzeit 57 Reaktoren gebaut, 15 davon in Europa, weitere 102 sind in Planung. In Finnland ging am Dienstag ein neuer Reaktor ans Netz. Die Niederlande haben jüngst angekündigt, 2 neue Kernkraftwerke zu bauen. Belgien will 2 Reaktoren länger laufen lassen. Frankreich plant gleich eine ganze Generation neuer Kraftwerke. Polen steigt in die Kernenergie ein und Deutschland schaltet den Weltmeister ab, obwohl er weiterhin zuverlässig sauberen Strom liefern könnte. Grohnde produziert rund 10 Milliarden Kilowatt pro Jahr. Die mehr als 6.300 Windkraftanlagen in Niedersachsen brachten es 2019 auf 34 Milliarden Kilowattstunden. Alleine um Grohnde zu ersetzen, bräuchte es also 1.850 neue Windräder in Niedersachsen. 2020 sind übrigens immerhin 48 hinzugekommen. Und dabei geht es hier nur um den Jahresdurchschnitt. In der dunklen und windstillen Zeit der vergangenen Tage hat die Kernenergie in Deutschland mit nur 6 Kernkraftwerke häufig mehr Strom erzeugt als Wind und Sonne zusammen. 2021 war windarm. Der Anteil der Erneuerbaren an der Stromproduktion sank von rund 50 auf etwas mehr
als 40%. Kompensiert hat das die Kohleverstromung, die um mehr als 20% zunahm. Legt man die Durchschnittsemissionen für den Strommix als Ersatz für die ausfallende Leistung der Kernkraftwerke zugrunde, würde ein Weiterbetrieb von Grunde jährlich 4 Millionen Tonnen CO2 sparen. Bei einem Ersatz durch Kohle wären es 11 Millionen. Ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen hätte mit 2,6 Millionen Tonnen CO2 einen viel kleineren Effekt. Schon 2018 konstatierte ein Bericht der Elite-Uni MIT eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft ist ohne Kernenergie unmöglich. Das hat man auch in der EU erkannt, die die Kernkraft bald als nachhaltig einstufen dürfte. Doch Deutschland übt sich als globaler Geisterfahrer und beweist, dass es in dieser Frage nicht um Klimaschutz geht, sondern um ideologische Dogmen. Thomas Müller spielt mittlerweile wieder für Deutschland. Bei der Kernenergie ist mir eine solche Fehlkorrektur nicht zu rechnen. Ja, soweit Kaufmanns Konter mit Ende eines Weltmeisters. Die Reaktionen von AKW-Gegnern ließ nicht lange auf sich warten. Und hier nun Reaktionen und Leserbriefe zu diesem Artikel. Die Bürgerinitiative Strahlenschutz Braunschweig hat noch am selben Tag einen Newsletter herausgebracht, bei dem es natürlich auch um frohe Weihnachten ging, aber auch auf diesen Artikel Bezug genommen wurde. Hier erstmal so die Kurzfassung, das Ganze wird gleich noch ein bisschen ausführlicher. Also zum einen am 24.12. gab es ein Newsletter und auch die Website wurde am 24.12. aktualisiert. Auf der Website von BIS e.V. Braunschweiger Zeitung unterstützt Atomkraft. Und dann wird natürlich auf den Artikel hingewiesen, aber den haben wir ja gerade schon gehört und gesehen. Die BIS sagt, verschwiegen wird in diesem Artikel. Atomkraftwerke sind enorm teuer und werden darum nur mit hohen Subventionen aus Steuergeldern überhaupt bezahlbar. Der Bau der Atomkraftwerke und die Herstellung von Kernbrennstäben erzeugen enorm viel CO2. Jede, wenn auch anteilsmäßig nur kleine Reduktion von CO2 hilft, die weltweite CO2-Reduktion zu unterstützen. Es gibt immer noch kein Endlager für Atommüll. Die Auswirkungen eines Atomkraftwerksunfalls ist selbst für Japan nicht tragbar. Die Windkraft wurde in den letzten Jahren durch die Politik in Deutschland enorm reduziert und zurückgefahren. Wir hoffen auf die neue Bundesregierung, die Windkraft und Photovoltaik wieder zu unterstützen. Die EU könnte die Atomkraft nur deswegen als nachhaltig einstufen, weil die anderen europäischen Staaten einfach nur zu spät dran sind, um kurzfristig erneuerbare Energien umzustellen. Der Bau eines AKWs dauert 10 bis 20 Jahre, wenn nicht noch länger. Aber selbst Frankreich will zukünftig auf erneuerbare Energien umstellen, aber ganz langfristig. Auf der Website von BIS e.V. ist dann auch ein Leserbrief von der Arbeitsgemeinschaft Schacht-Konrad und die überschreiben ihren Leserbrief mit eher Kreisklasse als Weltmeister. Einiges hat der AKW-Ultra-Kaufmann, Anmerkung der BIS-Leserbriefschreiber, hat es
betitelt. Bei seiner Lobhudelei auf das AKW Grunde allerdings geflissentlich übersehen. So hatte das AKW Grunde seit der Inbetriebnahme im Jahr 1985 279 meldepflichtige Ereignisse und war eines der störanfälligsten in Deutschland während seiner Laufzeit von fast 37 Jahren. Es machte in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen wegen langwieriger notwendiger Revisionen, die über das übliche Maß hinausgingen. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass das Risiko der Wiederinbetriebnahme von Grunde nach den Mängeln, die bei durchgeführten Revisionen festgestellt wurden, unverantwortlich war. Hätte Thomas Müller eine dieser diesen Störfällen vergleichbaren Verletzungsliste aufzuweisen, würde er vermutlich nicht einmal mehr in der Kreisliga kicken. Ja, und dann kommt noch ein Leserbrief auf der Website von BIS. Da hat BIS ganz schnell reagiert und hat auch meinen Leserbrief mit eingearbeitet. Im sportlichen Bereich ist der Weltmeister ein begehrter Titel. Fragwürdig sind in manchen Fällen auch die Austragungsorte von Weltmeisterschaften, zum Beispiel was Korruption, Menschenrechte, Ausnutzung von Gastarbeitern bei der Errichtung der Sportstätten, Einladungen in Naturschutz oder auch Sperrgebiete angeht. Wie dann der ein oder andere zum Weltmeister wird, hängt manchmal auch an Schiedsrichterfehlleistungen oder am verzerrten Wettbewerb durch Doping ab. Leider werden in den Medien manchmal Corona-Inzidenzwerte als Rekordwerte benannt, ein Hinweis auf mangelnde Überprüfung der Wortbedeutung. Im Sport sind Rekordwerte ein selbst angestrebtes Ziel. Bei Corona lasse ich mir Höchstwerte gefallen oder man sollte es trauriger Rekord nennen. Genauso fragwürdig ist der Begriff Weltmeister im Zusammenhang mit den vielen Lichterketten an Häusern und in Vorgärten, was längst nichts mehr mit Weihnachtsdekoration zu tun hat. Herr Kaufmann hat wohl noch nichts von Energiesparen gehört, was in jedem Falle für den Klimaschutz wichtig ist. Also den Begriff Weltmeister sollte man tunlichst gut überlegt einsetzen. Es ist gut und richtig, dass nun der vermeintliche Weltmeister Grunde vom Netz geht. In Japan hat man nach Fukushima und der Abschaltung aller 50 japanischen AKWs vorausgesagt, dass die Lichter in Japan ausgehen werden. Sie gingen aber nicht aus. Stand Juni 2021, also 10 Jahre nach der Fukushima-Katastrophe, sind in Japan derzeit folgende AKWs wieder am Netz. Das ist Genkai, Blöcke 3 und 4, Ikata, Block 3, Sendai, Blöcke 1 und 2, Mihama, Block 3, Ohi, Blöcke 3 und 4, Takahama, Blöcke 3 und 4. Weit weg von den ehemals 50 AKWs sind die Lichter auch 10 Jahre nach Fukushima nicht ausgegangen. Ja, die gerade dargestellten Reaktionen und Leserbriefe sind auf der Website der Bürgerinitiative Strahlenschutz BIS zu finden. Sie sind vermutlich auch per E-Mail an die BZ geschickt worden. Außer meinem Leserbrief, der wurde direkt in die Online-Ausgabe der Braunschweiger Zeitung im Anschluss an den Artikel platziert und ist jederzeit in der Online-Ausgabe zu lesen. Aber man findet den Artikel nicht so schnell. Man muss in der Suchfunktion in der Online-Zeitung den Titel Ende eines Weltmeisters eingeben. Ob die Leserbriefe dann auch in der Printversion zu lesen sein werden, ist fraglich. Nun folgen noch 2 Leserbriefe, die ich als E-Mail-Kopie erhalten habe, also E-Mail an die Braunschweiger Zeitung und die Kopie oder
Im Nachfolgenden zur Kenntnis habe ich die Leserbriefe erhalten. Und zwar sind es Leserbriefe von Eleonore Bischoff von der Wolfenbüttler Atom- und Kohleausstiegsgruppe und von Bodo Walder, Arbeitskreis Japan von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig. Zunächst also der Leserbrief von Eleonore Bischoff. Gestern haben Sie, die Braunschweiger Zeitung, wieder einen dieser kruden Kaufmannskonter zum Thema Atomenergie gebracht, der viele Zahlen bringt, aber nur einseitig, nichts zum Volumen und der verbleibenden Radioaktivität des Mülls, den die Kernkraft hinterlässt, und niemand weiß, wann bzw. ob dafür ein sicheres Endlager gefunden wird. Hoffen wir mal, dass es kein zweites ASSE-2 für hochradioaktiven Müll geben wird. Herr Kaufmann schreibt auch keine Zahlen zu den Krebserkrankungen und den Phänomenen der ungeborenen Mädchen in der Asse und an den anderen Atomstandorten. Geht es ihm darum, lieber die Gefahren der Atomenergie in Kauf zu nehmen, als Tempolimit und oder Energiekonsum sparen? Außerdem erwähnt er nicht, dass Deutschland mehr Strom exportiert als importiert. Ich hatte letztes Jahr zu Kaufmanns dummen Konter, dumme Energiepolitik zum Thema Atomausstieg eine Mail geschrieben, den ich mit gleicher Mail als Leserbrief geschickt habe. Auch darin habe ich einige Zahlen aufgeführt, die Herr Kaufmann in seinem einzigen Konter nicht berücksichtigt hat. Zum Beispiel, dass Deutschland laut Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2019 72,4 Milliarden Kilowatt Strom in seine Nachbarländer exportiert hat, während nur 39,8 Milliarden Strom importiert wurden. Es wird also mehr exportiert als importiert. Zuletzt vor allem nach Frankreich, dem Land der Atomenergie. Da mussten viele Atomkraftwerke runtergefahren werden. Die damals von Herrn Kaufmann genannten Zahlen ergänzte um die fast 4 Milliarden Euro, die die Bundesregierung allein seit 1984 an die europäische Atomgemeinschaft Euratom einzahlte und trotz Ausstieg weiter einzahlt. Alleine 2019 rund 80 Millionen Euro. Das zahlen nicht die AKW-Betreiber bzw. deren Kundinnen, sondern alle Steuerzahlerinnen. Das wird also merkwürdigerweise nicht auf den Preis für den Atomstrom geschlagen. Leider hat mir Herr Kaufmann auf meine Mail von Juni letzten Jahres noch nicht geantwortet, geschweige denn, dass der Leserbrief veröffentlicht wurde. Der Spiegel Online schrieb jetzt, Zitat aus einem 10 Jahre alten Artikel aus dem Manager-Magazin: Die Kernenergie ist aber letztlich nicht versicherbar, sagte der Versicherungsexperte Markus Rosenbaum am Mittwoch in Berlin. Wollte eine Versicherung für ein AKW ausreichende Prämien innerhalb von 50 Jahren, beispielsweise der Restlaufzeit eines Meilers, aufbauen, müsse sie pro Jahr 72 Milliarden Euro für die Haftpflicht verlangen. 72 Milliarden Euro Versicherungskosten pro Jahr, das ist teuer. Wie kann es dann sein, dass die Atomkraft in Deutschland weiterhin Fans hat, in anderen Ländern noch viel mehr? Ganz einfach. Die Kernenergie hat eines gemeinsam mit der Kohlebranche. Die Schäden, die ihr Geschäftsmodell verursacht und die Risiken, die es birgt, werden vergesellschaftet. Für die statistisch betrachtet nach aktuellem Stand tatsächlich ziemlich kleinen, aber im Schadensfall katastrophalen Risiken haftet im Zweifelsfall der Staat. Also wir alle.
Am Ende zahlen immer die gleichen Leute. Für die Entsorgung von strahlendem nuklearem Müll gilt das Gleiche. Ein Endlager für Atommüll gibt es in Deutschland bislang bekanntlich nicht. Das weltweit erste entsteht gerade in Finnland. Was ein deutsches Endlager kosten wird, ist weitgehend unklar. Ziemlich klar aber ist, es wird höllisch teuer. Das Geld, das die AKW-Betreiber für die Zwischen- und Endlagerung zurückgelegt haben, wird bei weitem nicht reichen. Am Ende zahlen immer die gleichen Leute, nämlich die Steuerzahler. Genauer, nicht die Konzerne, die am Atomstrom verdienen, sondern die künftigen Generationen, die auch unter der Klimakrise, dem Rentensystem und anderen in die Zukunft verlagerten Probleme am meisten leiden werden. So ist es ja auch bei der Schachtanlage Asse 2. Das müssen auch alles die Steuerzahlerinnen zahlen. Aber kein Wort dazu von Herrn Kaufmann. Wieso geht ein Wissenschaftsjournalist nicht wissenschaftlich, sondern einseitig? Nicht nur an das Thema Atomenergie? Ich frage mich, wie viele Abonnentinnen aus dem Weltatomerbe Braunschweiger Land Kaufmanns einseitigen Konter, den sie finanzieren müssen, befürworten. Ist Herrn Kaufmann bekannt, dass aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrungen mit Atomenergie über 70% der Deutschen weiterhin für den Ausstieg sind? Das sind ungefähr so viele, wie doppelt geimpft sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Mail dieses Mal als Leserbrief veröffentlichen würden. Außerdem können Sie gerne an Herrn Kaufmann weiterleiten, in der Hoffnung auf ein 2022 ohne guten Kaufmannskonter verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Eleonore Bischoff. Soweit der Leserbrief von Eleonore Bischoff. Nun als letzter hier veröffentlichter Leserbrief zu Kaufmannskonter. Ende eines Weltmeisters von Bodo Walter. Zwickmühlenthematik trägt nicht zur Klärung bei, zum Ende eines Weltmeisters Kaufmannskonter am 24.12.2021. Es kann schon zu Beginn dieser Zeilen festgehalten werden, am Ende der Lektüre des Kaufmannskonters Ende eines Weltmeisters drängt sich mir der Resultatsgedanke auf, dass der Autor dieser Kolumne selbst als Weltmeister der Atomenergiebefürworter auf den Weg zu sein scheint. Natürlich ist beklagenswert, dass die deutsche Politik dem vor etwa 10 Jahren entschiedenen Ausstieg aus der Atomenergienutzung nicht sofort entsprechend den nötigen finanziell vorbereiteten, zeitnahen, des nötig erkannten Energiewandels auf den Weg gebracht hat. Das Wortspiel des Weltmeisterei bringt es nicht weiter. Und schon gar nicht, wenn dazu der Fußballspieler Thomas Müller verbal sogar an Heiligabend auf den Rasen geschickt wird. Natürlich stimmt es, weltweit sind schrecklich viele alte AKWs in Betrieb und nicht wenige davon dürften technisch nicht mehr zu den sonst schnell so sehr sicher apostrophierten Energieproduzenten gehören. Und es sind über 100 neue AKWs im Plan, beziehungsweise zum Teil bereits schon im Bau. Hierzu kann ich nur gegenüberstellen, weltweit gibt es sehr viel Militärindustrie, und Deutschland gehört mit zu den Hauptproduzenten und Exporteurländern. Dennoch gibt es weltweit ein ehrliches Bestreben und die klare Forderung in vielen Ländern, endlich zur Friedensbildung beizutragen und auf Waffenmaterialproduktion und so weiter zu verzichten, vor allem Atomwaffen zu vernichten. Die erstrebenswerte grüne Energiegewinnungssicherung ist garantiert nicht zu erreichen, wenn mit merkwürdigen Argumenten hintertürig eine angestrebte Atomenergiegewinnung
von einigen Politikern bzw. Parteigruppen plädiert wird. Damit wird eine CO2-geringere Energiegewinnung nicht gesichert. Der Wandel muss durch erneuerbare Energiegewinnung gesichert werden und wird auch zu erreichen sein, wenn die wirtschaftlichen und forschungstechnischen Kenntnisse ausgebaut und gesichert sowie dazu die nötigen finanziellen Grundlagen durch die Politik mit abgesichert werden. Ich denke, es war mutig und gut seitens der deutschen Politik, 2011 aufgerüttelt durch den AKW-Gau in Fukushima, den Ausstieg aus der Atomenergie zu entscheiden und hoffentlich diese Entscheidung nicht wieder umzuschmeißen. Dass in vielen anderen Ländern, auch um Deutschland herum, weiterhin Atomenergie gewonnen und als das Sicherungspotenzial des Energiebedarfs der Zukunft gepriesen wird, darf Deutschland nicht veranlassen, eine Kehrtwende anzustreben oder stickum zu betreiben. Mein Eindruck ist, Herr Kaufmann betätigt sich als Zwickmühlen-Thematiker, entwickelt aber keine anzudenkende Lösungsstrategien, die das Ziel der nachhaltigen Energiegewinnungssicherung bedeuten könnten. Bodo Walter, Wolfenbüttel. Ja, soweit Kaufmanns Konter und der Konter der Bürgerinitiativen aus dem Weltatomerbe Braunschweiger Land. Ich bin gespannt, ob am Montag, den 27.12.2021, also 3 Tage nach der Veröffentlichung vom Ende eines Weltmeisters und damit gleichzeitig die erste Ausgabe nach den Weihnachtsfeiertagen sein wird, ob da etwas unter der Rubrik Ihre Meinung zu diesem Thema zu finden sein wird. Häufig genug hatten wir vergebens auf unsere Leserbriefe gewartet. Hier ist sie, die Braunschweiger Zeitung vom Montag, den 27. Dezember. Wenig Kontakte auch für Geimpfte als bis Mitte Januar. Das ist die Botschaft, was die Pandemie betrifft. Aber es geht in diesem Artikel schon auf der Titelseite auch darum, was unsere Region 2021 bewegte. Heute startet unser Jahresrück- und Ausblick auf einer Seite täglich. Und hier überraschenderweise auch das Thema Asse benannt. So, und was uns natürlich heute besonders interessiert, ist etwas zu lesen von unserem Kaufmanns Konter. Und siehe da, ganz überrascht, eher Kreisklasse als Weltmeister. Es sind insgesamt drei Leserbriefe, die abgedruckt wurden. Und zwar von diesen 3 Leserbriefe sind der bereits besprochen von Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad und jeweils 1 Leserbrief von Pastor Fei im Ruhestand und Herrn Huges. So, hier haben wir das nochmal. Und dazu muss ich sagen, ich finde die Einleitung per Foto zum Thema gut und auch die Hauptüberschrift der Leserbriefe, nämlich eher Kreisklasse als Weltmeister, super. Den Schlusssatz zum Foto finde ich allerdings eher abschätzig den Leserbriefer-Schreiberinnen gegenüber. Da wird dann zitiert, wird geschrieben, unser Kolumnist hatte das Kraftwerk Kronde als Weltmeister bezeichnet. Das passte vielen Lesern nicht. So, und hier also links oben der Rest von dem Leserbrief vom AG Schacht Konrad, geschrieben von Ludwig Wasmus aus Salzgitter.
den wir bereits besprochen haben. Und dann kommt, das ist aggressive Atomkraftwerbung von Albrecht Fey. Er schreibt, eine kritische Kolumne zum Zeitgeschehen steht der Zeitung gut zu Gesicht. Aber diese ist eine aggressive Atomkraftwerbung. Es ist eines unabhängigen Journalisten unwürdig. Herr Kaufmann ist in unserer Region aufgewachsen. Konrad, Asse, Morsleben, Gorleben sind die fortwährende, dringliche Mahnung vor der Tür von den fragwürdigen Segnungen der Energiequelle Atomkraft unwiderruflich Abstand zu nehmen. Denn es sind nicht nur Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima, sondern auch die vielen beinahe Unfälle beim Betrieb der AKWs. Keine Haftpflichtversicherung übernimmt derartiges. Warum wohl? Die Schäden wären unermesslich. Auch die Atommüllendlagerung bleibt unberücksichtigt. Also könnte ein AKW abgewrackt werden wie ein marodes Windrad. Die Energiekonzerne haben sich von der Atommüllaltlast mit einem lächerlichen Beitrag freigekauft. Diese Kosten tragen Steuerzahler und die Nachwelt für 1 Million Jahre. Und da regt man sich auf über Corona-Hilfen. Soweit also Albrecht Fey. Und der dritte Leserbrief. Nur Nachhaltigkeit kann das Klima retten. Das von einigen europäischen Nachbarn betriebene Setzen auf Atomenergie als Klimaretter zeugt von unerträglicher Ignoranz gegenüber nachfolgenden Generationen und bedeutet, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Atomenergie und Nachhaltigkeit. Mehr Gegensatz geht nicht. Andreas Hugo Braunschweig. Nun, ich dachte, das war's mit den Leserbriefen zu Kaufmanns Konter. Und habe meine Videoaufzeichnung samt Drehbuch zur Videobearbeitung an Thomas Ziert geschickt. Aber halt, auch in der heutigen BZ, 28.12.2021, sind nochmals Leserbriefe abgedruckt. Also hier die Zeitung vom 28. Wolfenbütteler Bündnis steht gegen Querdenker. E-Mobilität fordert Investitionen in Milliardenhöhe in die Netze. Zwei Kreise erproben die 5G-Technik. Dazu gehört Helmstedt und Wolfenbüttel. Da geht es um Försterei und Landwirtschaft. Wir haben die neue Information, dass Apotheker auch impfen dürfen. Und dann eben Ihre Meinung, längere Laufzeit fürs Klima, also 5 Leserbriefe. Ja, und ich will sie im Einzelnen mal ganz kurz skizzieren. Da schreibt Eberhard Seiler und dankt Herrn Kaufmann und meint, längere Laufzeiten der AKWs wären eine Möglichkeit, Treibhausgase einzuschränken. Diese Meinung nimmt die BZ gerne auf für ihre Meinung bzw. zur Überschrift für ihre Meinung. Ralf Wegerich wird zitiert mit der Überschrift Forschung und Technik haben sich verbessert und er tut so, ob zukünftig Störfälle ausgeschlossen wären. Bodo Walter wird überschrieben mit Wandel nur durch erneuerbare Energien. Der Leserbrief von Bodo Walter war ja bereits ausführlich besprochen. Es kommt ein weiterer Leserbrief von Andreas Schatka. Überschrift: Ungewiss, ob neue AKWs ans Netz gehen. Er weist unter anderem auf die Katastrophe in Deutschland hin oder auf eine Katastrophe in Deutschland hin, wenn denn in diesem dicht besiedelten Land
ein GAU eintreten würde. Als letztes, fünftes, Eleonore Bischoff, Atomkraftendlager wird höllisch teuer. Auch dieser Leserbrief ist bereits bekannt und besprochen. Ja, nun mein persönliches Fazit zu Kaufmanns Konda, Ende eines Weltmeisters. Wie ich schon einmal zu einem Kaufmannskonter geschrieben habe, entwickeln sich nicht nur beim Fußball schon mal aus einem Konter ein Konter in die andere Richtung. Ich finde es ausgezeichnet, dass so viele Braunschweiger Zeitungsleser auf diese Kolumne reagiert haben. Und ich finde auch ein Lob an die Braunschweiger Zeitung, weil sie insgesamt 8 Leserbriefe zu diesem Thema abgedruckt hat. Dass die Braunschweiger Zeitung dabei Pro und Contra gleichermaßen berücksichtigt hat, ist ihre Pflicht. Dass sie durch Überschrift und Bildunterschrift ihre eigene Meinung einfließen lässt, ist ihr gutes Recht. Nun darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und vor allem bedanken. Ein großes Dankeschön geht an Anatoli Gurbarjew für seinen ausführlichen Bericht über seinen Einsatz in Tschernobyl und deren Folgen, verbunden mit dem Dank an Ursula Gehlis, die das Interview auf den Weg gebracht hat, und Dank auch an die damalige Dolmetscherin. Vielen Dank an Peter Meyer von der Bürgerinitiative Strahlenschutz BIS für die schnelle Reaktion im Newsletter und der BIS-Website. Vielen Dank der AG Schacht Konrad, Eleonore Bischoff und Bodo Walter für ihre Leserbriefe. Vielen Dank an alle Leserbriefschreiber, ob von der Zeitung übernommen oder nicht. Vielen Dank, Eleonore und Wolfgang Bischoff sowie Bodo Walder, für immer wieder schnelle Informationen und Ideenaustausch in Fragen des Strahlenrisikos und speziell jetzt hier bei Kaufmanns Konda.